Ich erkläre Ihnen jetzt, wie Sie mega easy und mega schnell ein ordentliches Weblayout anlegen mit der CSS-Grid-Technologie. Und es ist ganz easy und schön und einfach. Ich zeige Ihnen mal kurz mein HTML. Ich habe hier ein Grid. Das Mega Grid heißt die Klasse. Dann habe ich innen drin verschiedene Boxen, zum Beispiel mit dem Titel oder der Navigation oder worum geht es oder einem großen Textbereich. Die Boxen haben alle, wie Sie das kennen, erstmal noch die gleiche Klasse, nämlich Gridbox. Und über die stellen wir ein, wie die einzelnen Boxen aussehen, also hier mit einem Schatten oder mit einem Padding. Und im Mega-Grid sagen wir, hey, du sollst ein Grid sein. Und geben den Boxen ein bisschen Abstand. Deshalb sieht das Ganze so aus. Jetzt ist noch eine kleine Vorarbeit notwendig. Wir wollen den einzelnen Boxen Klassen geben, weil wir sagen, hey, die haben vielleicht alle unterschiedliche Eigenschaften. Gucken wir mal, wie die obere Box heißen könnte. Da steht der Titel der Seite drin. Prima. Also geben wir eine Klasse Titel. Die könnte die Klasse für hier heißen, Navigation oder Orientierung ist ganz wunderschön. Diese hier ist der Hauptbereich. Warum nennen wir sie nicht Hauptbereich? Also Sie sehen, ich gebe jetzt einem Div zwei Klassen und er wird alles erfüllen, was diese beiden Klassen von ihm wollen. Wir könnten ihm auch mehr Klassen geben. Das ist der Footer, der steht unten drunter und da steht das Copyright drunter, zum Beispiel www.informatikzentrale.de. Jetzt geben wir noch allen Klassen, die wir im Grid anordnen wollen, einen Kurznamen. Ich nehme einfach mal den Anfangsbuchstaben. Sie werden gleich verstehen, wozu. Ich habe jetzt also für die Klasse Titel die Eigenschaft Grid Area definiert und zwar mit dem Wert T. Grid Area ist neu, das müssen Sie sich merken. Übrigens könnten Sie statt T auch beliebige andere Werte nehmen, zum Beispiel X oder Z oder Titel oder Peter Schmidt oder Ohohohoho. Aber wie gesagt, wir wollen den Anfangsbuchstaben nehmen, damit wir uns besser merken können. OT, das war doch der Titel. Da ich das für jede Klasse machen muss, bin ich faul und arbeite mit Steuerung C kopieren und Steuerung V zum Einfügen. Das heißt, ich habe das Ganze jetzt fünfmal, ändere jetzt jeweils den Klassennamen und das Kürzel, das ich vergebe. Wie gesagt, ob ich hier O für Orientierung nehme oder Z oder X, ist völlig egal, es wird aber so einfacher sein. Sie sehen, mit Grid Area habe ich jeder Klasse, die ich in dem Grid anordnen will, ein Kürzel verpasst. Damit Sie sehen, dass weitere Klassendefinitionen auch funktionieren, habe ich jetzt mal dem Titel einfach eine größere Schrift Größe gegeben. Aber jetzt kommt das, was die Sache mit den Grids so super appetitlich macht. Wir haben einen Befehl, der heißt Grid Template Areas. Ich mache einen Zeilenumbruch, ein paar Einrückungen, wie viele Sie machen, ist Ihnen überlassen. Ich habe jetzt die Tabulator-Taste ein paar Mal gedrückt. Und jetzt strukturieren wir unser Grid. Ich mache das einfach mal wortlos. Ihnen wird wahrscheinlich sofort klar, wie das Weil läuft. sie so klug sind. Ich habe hier ein 3x4 Grid definiert. Drei Spalten und vier Zeilen. In der ersten Zeile haben wir über alle drei Spalten T. Und T ist, wie wir wissen, der Titel. In der zweiten Zeile habe ich in der linken Spalte, also im linken Drittel, ein O, also eine Orientierung, und rechts zwei Breiten weit den Hauptbereich. In der dritten Zeile habe ich komplett durch den wichtigen Hinweis. In der vierten Zeile habe ich den Footer stehen.
Und jetzt schauen Sie sich mal an, wie das aussieht. Ich bin ganz emotional, wie ich schon mal erwähnt habe, was wir hier früher für Zeug mit Floats und wah, machen mussten. Es war katastrophal. Hier sehen Sie einfach ein blöder Befehl und es läuft. Jetzt sind wir natürlich mega flexibel. Zum Beispiel sagen Sie, hey, der wichtige Hinweis in eigener Sache, so wichtig ist er nicht, der soll unterm Hauptbereich sitzen, aber die Navigation soll links vorbeigehen. Ich speichere, aktualisiere, sitzt der wichtige Hinweis da. Sehr hübsch ist auch, dass die Boxen immer die volle Breite ausfüllen. Das heißt, Sie kriegen hier relativ leicht ein ordentliches Layout hin. Die Flexibilität, die diese Technologie ermöglicht, ist unglaublich. Stellen Sie sich vor, Ihr Kunde sagt, das sieht ja schön aus, aber der Titelheader ist ein bisschen arg groß. Könnten wir die Navigation nicht neben dem Header haben? Das wäre früher eine absolute Totalkatastrophe gewesen und hätte 55 Manntage Arbeit erfordert. Jetzt machen Sie es mit wenigen Tastenklicks. Sie sagen, na gut, hier oben haben wir den Titel, dann will er wohl die Navigation hier. Navigation ist O. Und dann machen wir den Hauptbereich ganz fett darunter. Und wir sagen, da guter Mann, hast du deine Navigation. Jetzt sagt er, wow, aber ich habe gedacht, die Navigation soll links sein. Kein Problem für Sie. Paff. Und dann sagt er, der wichtige Hinweis ist so wichtig. Können wir den nicht irgendwie da noch ein bisschen wichtiger machen? Kein Problem für Sie. Und selbst wenn er komisch wird und sagt, ich hätte gern den Footer da neben dem wichtigen Hinweis unten rechts. Machen Sie ihm. Mit lockerem Auge. Und da ist der dreckige Footer. Super. Sagen Sie mal, fehlt da nicht ein Strichpunkt? Bei der letzten CSS-Anweisung für einen Selektor oder eine Klasse ist es egal. Trotzdem, ich möchte gern gute Qualität haben. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Natürlich könnten Sie jetzt kommen und sagen, hey, dies T und das O und das H, das geht mir auf den Nerv. Dann sage ich, machen Sie es doch anders und dann machen Sie Folgendes. Jetzt bauen wir das Grid mal mit diesen Bezeichnungen. So geht es natürlich auch, kein Problem, aber es wird halt mega unübersichtlich. Steuerung Z macht die letzten Schritte rückgängig. Mache ich mal kurz. Speichern, so ist viel besser. Okay, ich entlasse Sie jetzt in die Welt mit diesem vorteilhaften Wissen. Nochmal zur Zusammenfassung, Sie brauchen nichts weiter als eine funktionierende Grid-Struktur mit einer äußeren Klasse und inneren Boxen. Ob Sie das jetzt per Div machen oder per HTML5 Elementen, ist völlig egal. Dann brauchen Sie für die einzelnen Boxen unterschiedliche Klassen und Sie brauchen im CSS Kürzelnamensgebungen für die einzelnen Boxenklassen. Das machen Sie mit Grid Area. Und danach ist das alles ein Kinderspiel. Sie müssen nur darauf achten, dass die Anzahl der Zeilen und Spalten konsistent ist, das heißt, dass die übereinstimmen, dass sie nicht irgendwo mal 2 machen und dann 4, denn sonst explodiert das CSS. Alter, ich hab's doch gesagt. Also, das wird mir jetzt hier zu gefährlich. Machen Sie selbst.
Ciao.